Ja, hallo Freunde, imperiale Grüße. Willkommen zum nächsten Podcast hier bei Kreuzzug 2020. Und was wäre ein Podcast ohne den lieben Grimm? Der ist nämlich auch da. Ganz genau. Herzlich willkommen. Wir freuen uns sehr, dass ihr dabei seid. Wir haben wieder eine neue Folge am Start und werden uns wieder durch das Warhammer 40k-Universum quatschen. Versuchen wir zumindest. Ne? Wir haben heute mal gedacht, wir labern ein bisschen über das neue Balanced, ja, so neu ist es gar nicht mehr, ne? Balanced Data Slate, wo wir ja schon total lange drauf gewartet haben. Genau, wir haben jetzt genauso lange, wie wir darauf gewartet haben, haben wir uns jetzt Zeit gelassen, darüber zu sprechen. Ja, denn irgendwie ist es ja doch nicht so ernst zu nehmen mit den Regeln mehr in diesem Jahr, würde ich sagen. Es ist eigentlich nur noch eine Momentaufnahme. Ja, komisch. Vielleicht ist es auch deswegen, weil die auch am Ende sind mit ihrem Latein-Games-Workshop, keine Ahnung. Was ich aber gerade schon direkt bemängelt habe, aber das bemängel ich, glaube ich, immer bei allen Sachen, was auch an Erratas, bei Erratas ist es, glaube ich, ja manchmal Magenta markiert. Aber hier im neuen Balanced Data Slate hätte ich mir sehr gewünscht, dass die da auch die neuen Sachen irgendwie markiert hätten, was da noch reingekommen ist. Es muss jetzt wieder hin und her geblättert werden, was im Alten stand, was im Neuen steht. Das macht mich als alten Mann fix und fertig. Nicht nur das, viel schlimmer habe ich auch schon mehrfach gesagt. Also was mich halt wirklich fuchsteufelswild macht, ist also, dass die gelöschten Regeln nirgendwo zu finden sind. Bedeutet, vielleicht war jetzt im letzten Balanced Dataset irgendeine gravierende Änderung für meine Lieblingsfraktion dabei. Oder für viel, viel wahrscheinlicher oder viel irritierender für eine Fraktion, die ich alle zwei Monate bei uns auf dem Kanal einmal spiele. Hab mir das irgendwo notiert und dann kommen wir zum nächsten Spiel. Ich gucke mir den Dataslate und die Regel ist weg. Und ich denke mir jetzt, Moment, ich war mir sicher, das war so und so. Hier steht aber nichts. Was tun wir denn jetzt? Ja, das ist völlig richtig. Also das müssten die irgendwie, also meiner Meinung nach, auch besser aufs Papier bringen. Also, aber ich weiß nicht, wie wir das machen sollen. Einfach... können ja nicht schreiben, so, das ist jetzt weg, das ist jetzt neu. Oder wie stellst du dir das vor? Ich stelle mir das so vor, dass man die Regelschreiber entlässt, neue Regelschreiber einstellt und dann sozusagen sich die Gedanken vorher macht und dann im Zweifel dann sagt, die Edition bleibt jetzt mal 3 Jahre, wie sie ist. Und wenn halt völlige Ausreißer sind, dann bringen wir einmal im Jahr ein Regelupdate heraus. Denn das funktioniert bei anderen Tabletop-Spielen auch wunderbar. Da kann man eine Armee in Ruhe aufbauen. Wir sehen, man versucht hier diese Art der Computerspiel-Update, der Patche, versucht man hier in ein analoges Tabletop-Spiel zu bringen. Und das, bin ich der Meinung, funktioniert gar nicht und sorgt dafür, dass man die Regeln überhaupt gar nicht mehr ernst nehmen kann. Da gebe ich dir völlig recht. Wäre sicherlich auch mal eine sportliche Ansage, wenn die das wenigstens mal versuchen würden. Ne? Mit den ich kriege ja nicht mal ein halbes Jahr hin oder 3 Monate. Es ist ja wirklich völlig verrückt, dass da quartalsweise dieses Balanced Data Slate erscheinen muss, damit sich die Armeen dann in Anführungsstrichen ja ausgewogener spielen lassen, was ich aber völlig verrückt finde. Nicht nur das, wir haben ja neben den Data Slates, die ja seit einem Jahr jetzt dann neu sind, haben wir ja dennoch die Grand Tournaments und nicht mal die halten ja mehr ein Jahr. Wir haben ja gesehen, dass Nachmund und Nephilim, da lag glaube ich ein halbes Jahr zwischen. Das heißt also, nicht mal das kann man auf ein Jahr lang planen. Und da muss ich einfach sagen, bei einem Spiel, was ja nicht nur ein Spiel ist, wo ich jetzt die Figuren kurz kaufe und dann spiele ich das, sondern ein Spiel, wo ich Monate, Jahre vielleicht male, wo ich sehr viel Freizeit investieren muss, sehr viele Mühen auf mich nehmen muss, um dann damit irgendwann mal mit irgendwelchen Leuten zu zocken, dann so schnell gravierende Änderungen da reinzubringen, halte ich für völlig falsch. Also ich finde, das ist eine Vollkatastrophe. Und wie gesagt, ich lese das jetzt so und denke nur so, ja okay, der nächste Data Slate kommt ja wieder weiß ich nicht, 8 Wochen. Was soll ich mir jetzt den Kopf machen? Hast du recht. Ist denn, wollen wir mal durchgehen? Ja genau, wir sollten gar nicht drum herum mosern. Wir sollten hier lieber handfeste Gründe suchen, um herum zu mosern. Ja, also als allererstes steht ja wieder die Armor of Contempt hier ganz oben. Das wäre natürlich auch eine gute Sache gewesen, die einfach mal wieder rauszunehmen. Ne? Wäre ich zumindest voll für. Ich glaube, das wäre noch dramatischer. Denn dann wären ja Marines wieder schlechter. Und wenn man sich also den Artikel durchliest, dann ist es ja so, dass die Regelschreiber auch... Ich meine, vielleicht liegt es auch daran, dass wir so anders spielen oder eine andere Art zu spielen haben. Aber hier wird ja tatsächlich behauptet, dass die Space Marine underperformen. For unexpected reasons. So, und das heißt, da scheint dann Kritik anzukommen, dass die armen Space Marines viel zu schwach und viel zu schlecht sind.
Und wie gesagt, man versucht wieder Feuer mit Feuer zu bekämpfen, anstelle, dass man eine andere völlig übertriebene Armee ein bisschen so wieder einfängt, zurückholt. Nein, da eskaliert es völlig. Da gibt es dann die Armor of Contempt und Doktrinen, Bolterdisziplin. Und je länger dieser Schwachsinn läuft, je mehr Leute finden das dann total normal, dass du dann 30 Sonderregeln für diese eine Armee hast. Und dann kommt es genau so, wie es gekommen ist. Wir stehen als erwachsene Männer am Spieltisch mit Plastikfiguren und kennen die Regeln nicht. Genau, aber das liegt ja nur daran, hast du glaube ich auch kurz angeschnitten, dass halt diese Gewaltspirale einfach nach oben geschraubt wurde. Ne? Space Marines waren auch damals gut, wie sie waren, aber da kam der ganze Driss ja nebenher, was immer noch getoppt werden musste. Ne? Da, ganz geschweige davon, dass ja jede neue Armee die, oder jedes neue Modell, was rauskam, eh immer das Beste, Härteste und Geilste war. Aber ich glaube, dass halt viele Sachen, die neu gekommen sind, neue Einheiten mit den neuen Regeln, da sind halt die alten Modelle, selbst wenn man jetzt auch die Primaris mit einbeziehen will, die sind ja gar nicht mal so alt, aber die sind ja im Vergleich zu neuen Sachen nicht viel besser als die First Bomberines. Und deswegen haben sie sicherlich diese Armor of Contempt einfallen lassen, was aber ganz viele andere Sachen wieder aushebelt. Dadurch sind ja zum Beispiel Orks im Nahkampf wieder total, also war es total schlecht, aber schlechter geworden. Da hat man sich gefreut, dass man als Ork-Spieler mit seinem Spalter minus 1 DS macht. Ja, wird aber jetzt ausgehebelt durch die Armor of Contempt. Bis wieder bei null. Und ich finde, das ist halt, man hätte einfach, wie du eben schon gesagt hast, einfach mal ein Jahr einfach mal so lassen sollen und nicht jedes neue Modell unfassbar stark nach oben schrauben und irgendwie auf einen bestimmten, ja, müsste sich auf einen Grund einigen. Es geht klar, es kann immer mal ein Modell geben, was stärker ist, was schwächer ist, aber mit dieser Army of Contempt, da machst du so viele Armeen, zumindest mit den Standardsachen, so viel schlechter wieder. Ja, das habe ich ja bei den Elder auch gedacht. Jetzt hast du endlich DS-1 bei Schurkenwaffen. Ist gegen Marines völlig uninteressant. Völlig, ja. Und wie, genau, Elder oder Orks, da freut man sich, dass man DS bekommt. Ja, da wird aber ausgehebelt mit der Armor of Contempt. Und ja, ich verstehe es auch nicht, aber ich sehe da auch ehrlich gesagt keine Besserung. Ich denke, es ist auch einfach eine ganz andere Philosophie, die dahinter steht, denn das, was wir uns halt vorstellen unter einem gemütlichen Hobby, das scheint ja gar nicht gewollt zu sein, wenn ich mir das so anschaue. Wirklich, ja. Keine Ahnung, also im Prinzip ist ja das genau das, was man ja eigentlich, was ich zumindest machen möchte, ne? Gemütlich spielen. Ja, es scheint so zu sein, dass ein Großteil der Spielerschaft total heiß darauf ist, sich alle 2 Monate für 500 € neue Figuren zu kaufen, die total schlecht zu bemalen und damit dann zu spielen und sich dann wie die Könige am Tisch zu fühlen. Das muss ja so sein, sonst würde man das ja nicht machen. Wenn du da Ambitionen hast, erfolgreich bei Turnieren mitzuspielen, dann vielleicht, ja. Aber das ist ja nicht so mein Ding. Nee, meins ja auch nicht. Und wieso, was heißt, meins auch nicht? Ich hätte auch schon Spaß dran, wenn das ein bisschen wieder lockerer würde hier allgemein, sage ich mal. Da finde ich das schon schön, ab und zu mal da sicherlich mal hinzufahren. Man lernt ja auch viel, ne? Man kriegt zwar meistens nur auf eine Moppe, aber interessant ist das sicherlich. Aber dennoch, wenn ich mir das heute so angucke, also wenn ich schon durch den Kodex blättere und sehe, dass die Modelle, die Einheiten, die in der letzten Edition super waren, jetzt wirklich gar nichts mehr können, und irgendwelche Einheiten, die ich natürlich nicht habe, jetzt auf einmal dann, weiß ich nicht, doppelt schießen oder sowas in der Richtung, ja, weiß ich nicht, dann da habe ich dann auch wirklich keine Lust, mir da wirklich Gedanken zu machen und dann da diesen Weg dann da zu gehen. Ja, das war ja immer schon so, ne? Die wollen halt verkaufen und da wird es wahrscheinlich auch nichts dran ändern. Das ist ja auch in Ordnung eigentlich, aber ich finde, wenn man jetzt wirklich alle 3 Monate so ein Data Slate raushaut, ich meine, klar, der jetzige, wo wir gleich mal weiterreden müssen, der jetzige ist ja relativ harmlos, aber im letzten Jahr, möchte ich mal erinnern, da kam ja der große Nerf bei den Ork, bei den Ork-Buggies, die durfte man dann ja nicht mehr spielen und ich meine, klar, da hätte man sagen können, ja, das hätte ich vorher abgesehen, das war völlig logisch. Andererseits, wenn man sich auf das Regelbuch verlässt und man sagt, das Datenblatt heißt so und so und ich darf das Datenblatt 3-mal spielen, dann hätte ich das auch wissen können. Dann hätte man sagen können, ja, bei den Dämonenprinzen in der 8. da war das auch jedem klar. Trotzdem hat der Regelschreiber gesagt, nein, die Dämonenprinzen zählen alle als eigenes Datenblatt. Ein Big FAQ später war es dann doch wieder geändert. Also man kann sich auch einfach nicht darauf verlassen, dass das, was heute noch Konsens ist und wo man behauptet, das hätte man immer so gemeint, dass man in einem halben Jahr noch dahinter steht. Im Zweifel behauptet man das komplette Gegenteil.
Das war gut, man muss aber die positiven Sachen daraus suchen. Da konntest du halt viele Buggies günstig kaufen bei eBay, ne? Das ist richtig, das ist richtig. Konnte ja keiner mehr gebrauchen. Nee, aber ich finde das schade, weil es bestimmt auch Leute gab, die sich die Dinger gekauft haben, die gesagt haben, komm, ich will endlich mal gewinnen mit meinen Orks. Orks sind ja so eine Fraktion, sehr beliebt, leider nie wirklich gut gewesen. Kann ich mich nicht daran erinnern, dass Orks irgendwann mal so richtig eine Bank waren. Eine Zeit lang irgendwie während der 8. mal kurz mit irgend so einem Supplement, was es da so gab, aber ansonsten, ja. Ich meine, auch mit Erscheinen des Codex in der 8. Edition waren die ganz gut, aber auch wieder auf Masse ausgerichtet. Ich finde auch, ja, grüne Flut, da Jump und so, genau, Sachen. Genau, ne? Das sind Sachen, grüne Flut gibt es ja gar nicht mehr, das sind aber verrückte Sachen, die halt typisch orkisch sind und das ist leider nicht mehr dabei. Oh, ja, aber die Tage habe ich irgendwo jetzt bei YouTube gesehen, dass irgendein Turnier gewonnen wurde. Da hat ein Ork-Spieler gewonnen, ja. Ja, ich muss ja sagen, ich habe ja eigentlich nie so wirklich Interesse an einer Ork-Armee gehabt, aber mir haben ja wirklich diese Wild-Orks oder wie sie da hießen vom René so gut gefallen. Habe ich ja schon ein paar Mal mir mal jetzt auf der Webseite angeguckt, ne? Weil irgendwie sehen die cool aus. Die haben ja so dieses Schuppenpanzerzeug wie die Dark Elder von Fantasy. Boah, wie hießen die denn jetzt? Dunkelelfen. Das finde ich irgendwie total cool. Aber ja. Mal eben 90 Boys bemalen, habe ich halt auch keine Lust zu. Nee, auf gar keinen Fall. Aber egal. Gut, gehen wir mal weiter runter. Armor of Contempt, sag ich mal, haben wir abgehakt, müssen wir mit leben. Genau, ich glaube, da hat sich nichts verändert. Ne? Das ist, da hat sich, ich meine auch, da hat sich nichts verändert. Sieht alles gleich aus. Schön, wenn man sie hat. Ätzend, wenn man dagegen spielen muss. Ich wiederhole mich da immer wieder. Aber hätte es meiner Meinung nach nicht gebraucht. Oder zumindest, es gab doch früher die Stratagem Armor of Contempt, ne? Da hast du ein Stratagem gezogen und hast, glaube ich, -1 Schaden oder so. Das hätte ja bleiben können. Das gibt es ja jetzt gar nicht mehr. Boah, kann ich dir auch nicht sagen. Es gibt mittlerweile so viele Gefechtsoptionen. Also ich schreibe mir die auf meinem Merkzettel, ansonsten kenne ich die nicht. Okay, gut. Bei Aircraft hat sich, glaube ich, auch nicht so viel getan. Nee, das ist auch unverändert, ja. Ich glaube, ist auch völlig unrelevant, weil Flugzeuge sieht man ja auch fast gar nicht mehr auf dem Spielfeld. Ja, genau deswegen, weil du ja nur noch ein oder zwei spielen darfst und die sind nach einer Runde vom Himmel geschossen. Also Flugzeuge sind ja nur dann gut, wenn du so, weiß ich nicht, 3 Stück hast. Ja, ich spiele ja, habe ja auch eine Menge Flugzeuge für die Dark Angels, spiele ich aber so gut wie gar nicht mehr, weil wenn du nicht die erste Runde hast, hast du völlig recht, wenn die ratzfatz vom Himmel geschossen und selbst wenn du die erste Runde hast, fliegst du nach vorne, machst vielleicht ein bisschen Schaden und dann wirst du vom Himmel geschossen. Ne? Also so, die werden nicht lange überleben. Ich kenne auch kein Flugzeug, was bis zum Ende der Schlacht großartig überlebt. Es sei denn, du machst hier irgendwie so einen sneaky Move und fliegst wieder raus, wieder rein und so und bist am Getümmel nicht großartig dabei. Deswegen, Flugzeuge waren auch mal mächtiger, habe ich das Gefühl gehabt. Ja, das ist auf jeden Fall so. Aber ich finde trotzdem, ich finde, man sollte, habe ich auch schon mehrfach gesagt, bei 2000 Punkten sollte man trotzdem 3 Flugzeuge spielen dürfen. Ich finde, das wäre einfach sinnvoller im ganzen Blick auf die Regeln, auf die Rule of Three und diese ganzen Überlegungen wäre das einfach ein bisschen schöner. Aber gut, man hat die Flieger offenbar in der 8. Zu genügend verkauft. Jetzt kommen die erst wieder in der 12. Edition. Ja, ich finde das aber cool. Das ist, also passt zu dem Spiel. Es gibt ja verrückte Flugzeuge, ob das jetzt die Fighter von den Dark Angels sind oder die Daka Daka Jets oder was auch immer. Selbst der... Dieser Zaubererflieger war ja auch irre. Der Zaubererflieger? Von den Orks, dieser Wildboy. Ja. Das war ja ein irres Modell. Das stimmt. Ja, irre Modelle haben auch deine Elder, die haben auch gute Flugzeuge, finde ich. Mhm. Es gibt da schon coole Modelle und ich würde auch liebend gern weiter Flugzeuge spielen, aber wie gesagt, irgendwie sind die gerade nicht so effektiv. Auch der Stormraven finde ich auch ein super geiles Teil. Aber sobald der halt in Reichweite kommt, wird der schnell abgeschossen. Also schade. Das ist leider so. Mhm. Müsste vielleicht auch ein bisschen besser gepanzert sein, damit er die Truppen gut nach vorne kriegt. Denn so fliegender, ja, in Anführungsstrichen Land Raider, wäre nicht verkehrt. Ja, wir wissen das nicht. Ich denke, wir gehen mal weiter. Ich glaube, die ganze erste Seite können wir direkt abfrühstücken. Also indirektes Feuer, Astra Militarum ausgenommen, die Bodyguard-Regel. Ohne jetzt wirklich das zu vergleichen, würde ich sagen, das sieht genauso aus wie im letzten Data Slate, oder? Genau, würde ich auch sagen. Hat sich nichts geändert. Dann bei den Sororitas gibt es da was Neues. Ich spiele ja selber gar keine. Ich habe die auch gar nicht. Ja, Sororitas, so eine Sache. Das habe ich jetzt auch noch nicht auf dem Schirm. Die Sororitas werde ich ja dann sozusagen für das nächste Jahr wieder so ein bisschen auf Vordermann bringen. Aber im Moment bin ich da auch überhaupt nicht drin, ob das jetzt noch wirklich
sagen wir mal, wirklich irgendwie eine Einschränkung ist, eine Verbesserung. Also das Einzige, was ich sagen kann, dass mir diese Punkte da auf jeden Fall, mir kommt das bekannt vor, dass die Sororitas diese zwei Änderungen erfahren haben, genau wie die Custodes diese drei. Das weiß ich auch nur daher, weil das, glaube ich, einer unserer Zuschauer, ich meine, der Ralf mal erzählt hatte. Aber worum es da geht, kann ich dir nicht sagen. Aber ich würde sagen, da hat sich nichts getan, denn wir wissen ja aufgrund des Community-Artikels, da ist ja aufgeführt, welche Fraktionen überhaupt Änderungen erfahren haben. Und da wissen wir ja, dass die da gar nicht aufgeführt sein werden. Somit wird sich da auch nichts verändert haben. Ja, am Astra Militarum glaube ich auch nicht großartig. Ich finde, das hat denen gut getan, den Jungs. Helm of the Emperor, das finde ich hervorragend. Ja. Also, Hebel zwar auch eine ganze Menge von anderen Regeln aus, ne? Beim Treffen 6er Hit automatisch gewundet, hebelt Transhuman aus, hebelt ganz viel aus. Das finde ich ganz gut, weil die haben auch sehr wenig Liebe erfahren letzte Jahre, Astra Militarum. Ich denke aber mit den neuen Codex und den neuen Modellen wird sich das ändern. Da wird auch wahrscheinlich wieder richtig die Post abgehen. Und da freue ich mich auch schon sehr drauf. Ich habe auch nicht das Gefühl, dass die Regel jetzt beim Astra Militarum, dass die völlig übertrieben wäre. Also ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass mich die Imperiale Armee jetzt jedes Mal von der Platte schießt. Also ich würde sagen, sie sind gefährlicher. Vor allem ist es deswegen gut, weil man diese ganzen Wiederholungsauren bei der Imperialen Armee sowieso nicht so ohne weiteres generieren kann. Du kannst mal so einen Panzerbefehl sprechen. Ich glaube, jetzt darf man ja mehrere Befehle geben oder für ein CP nochmal einen zweiten oder sowas. Aber ich muss sagen, ich finde auf der Imperialen Armee finde ich die Regel eigentlich völlig in Ordnung. Absolut. Und auch nicht so overpowered, wie ich finde. Indirekte Feuer ist auch okay, weil die auch relativ schlechtes BF haben. Und wenn du dann, hast du ja auch schon öfter mal gemacht, minus 1 zu Hit per Stratagem drauf, dann ist auch nur noch die 5 zum Treffen. Also ist okay. Hört sich hart an, aber ich denke mal, das passt schon. Ja, wirklich ätzend ist das halt, wenn dann so ein Panzerkommandant da steht, der die Einsen beim Treffen, die Einsen beim Wunden wiederholen kann, Hail on Fire zündet und auf ein Fahrzeug schießt und dann einfach mal, weiß ich nicht, 12, 6, 12, 18 Schuss mit der Plasmakanone schießt. Da ist das natürlich dann schon eine ganz andere Sache, aber ansonsten, es ist, hat mehr so den Charakter des Lucky Shots, ne? Ja, das stimmt. Da hat übrigens, ich hoffe, ich spoiler jetzt keinen, der den Battle Report vom Imotech noch nicht gesehen hat. Ich habe mir den angeguckt, da spielt er auch Imperial Armee gegen, ich glaube, Tyranniden waren es. Bin mir da nicht sicher. Ich meine schon, da spielt er den Commander Pask als Panzerkommandant. Und hat da Demolisher-Geschütz aufgesteckt. Also. Und dann mit allem, mit Hell on Fire, mit Doppelschießen, mit Einsen wiederholen, trifft auf die zwei. Der schießt da alles weg. Ne? Stimmt, da das ist auch ein guter Move. Ja, mit dem Stärke 10, ne? Minus 5 Millionen und dann Schaden ohne Ende. Da war schon gut. Auf die Idee bin ich gar nicht gekommen. Komischerweise immer nur mit Plasma-Geschütz ausgerüstet. Oder vielleicht mit Battle Cannon, aber mit dem Demolisher, da ja, ein bisschen weniger Reichweite, aber sehr, sehr effektiv. Kann man nur wiederholen. Gut, jetzt ist es so, wir haben ja auch beide keine Kardianer. Ne? Also Pask spielst du ja nur, wenn du Kardia spielst, ja, wenn ich mich nicht täusche. Und ich glaube, Pask fällt auch raus, sagen die Rumors. Ne? Ich meine schon, Pask, ja, und Jarik. Jarik bin ich auch sehr traurig, weil Jarik könnte ich ja spielen mit Stahlion. Wäre total ikonisch, sollte es auch machen, ist dann einfach der Sohn vom Jarik. Ich glaube, die Tochter vom Creed kommt doch jetzt auch zurück. Ja. Jarik eben so einen abgedrehten Sohn, der hat sich auch die Hand abgesägt und rennt jetzt auch in seiner Kralle rum. Ja, für uns auf jeden Fall. Da wird sich schon was finden lassen. Gut, Custodes. Ich glaube, da hat es auch nichts getan. Das war ja auch ein bisschen genervt worden im letzten Banner Starter Slate. Man durfte bestimmte Strata-Gems nur einmal benutzen, die übrigens auch richtig gut waren eigentlich. Verstehe ich schon, dass man die nur einmal benutzen kann. Spiele ich ja persönlich auch sehr gerne, Adeptus Custodes. Einfach so, ja, nicht mehr so einfach. Aber coole Jungs, Widerstand zäh und ja, Emperor's Finest müssen aber auch ein bisschen besser sein als alle anderen. Ja, ich denke, man hat das wie bei den Harlequins eigentlich relativ gut hinbekommen, eine Armee mit wenig Modellen einigermaßen gut spielbar zu machen. Hier und da gibt es da sicherlich Ausbalancierungspotenzial, möchte ich mal sagen. Ja, gut, die sind. Aber das letzte Spiel, was wir gemacht haben, ist ja gegen Drukhari, habe ich ja gespielt gegen dich.
Das war auch schon überraschend, wie schnell die dann doch, gut, es kommt natürlich immer auf den Wurf der Würfel an, aber wie schnell die dann doch gefallen sind. Deine Grotesken, da, war das die Grotesken? Die haben doch den Infanterie-Squad chancenlos niedergeknüppelt. Schade. Ja, das war ja das Spiel mit der gefürchteten Tanglefoot Grenade, wo ich 1 Zoll vor dir stand und da nicht dran kam. Ja, richtig. Aber dafür hast du ja gerecht danach. Ja, aber trotzdem, in dem Spiel lief schon wirklich viel, viel sehr, sehr ungünstig für die Dark Elder. Aber so ist es halt manchmal, ne? Ja, aber. Hat's ja nicht immer im Griff. Apropos Dark Elder, da wären wir schon bei Drukhari auf der Seite. Kannst du da irgendwas zu sagen? Ist da irgendwas verändert? Also ich kann da nur sagen, dass sich jetzt aktuell meines Wissens nichts verändert hat, aber das sind alles Änderungen aus dem letzten Balanced Data Slate. Da ist zum Beispiel, was jetzt meine Armee betroffen hatte, da ist jetzt bei den Talos das Core-Keyword verschwunden und ansonsten ist da so eine, wie sagt man denn, wenn du jetzt dir selber so einen Orden zusammenstellst mit so eigenen Chapter-Tactics, das gibt es ja bei den Dark Elder auch. Und da sind also diese Chapter-Tactics, die da heißen hier Technomancer und Artists of the Flesh, die sind also verändert worden. Habe ich sowieso nicht gespielt. Ich spiele sowieso nur Prophets of Flesh oder Kabale des Schwarzen Herzens. Sind zwar nicht hundertprozentig korrekt bemalt, aber ich spiele die immer genau nach diesen Orden. Deswegen hat sich da für mich also auch überhaupt nichts verändert. Und deswegen alles im grünen Bereich, würde ich sagen. Ja, wunderbar. Was kannst du denn dann hier, sind das Asurien? Ja, das sind jetzt die Elder. Genau. ehemals Craft Worlds, wahrscheinlich auch wieder ein Patent abgelaufen, jetzt Asuriani, warum auch immer. Asuriani, also. Ja, ich weiß es auch nicht, es ist verrückt. Da ist jetzt für meine Armeen, hat sich da auch nicht viel verändert. Da gibt es einmal diese Gefechtsoption, wo man dann so tödliche Verwundungen auf so eine Stelle zaubern kann. Ist das hier, weil ich schon mal gerade Emperor's Dawn. Natürliche Wunden sind ja immer gut und gern gesehen. Da habe ich ja auch schon Sachen, ich springe mal kurz zurück zum Astra Militarum, wenn man das so glauben darf, was dieses Todesstoß-Raketensystem dann in Zukunft anrichten kann, bis zu einem Maximum von 16 Mortal Wounds. Das kann man mal machen, ne? Kann man machen, ja. Ja, also, verrückt. Wenn ich das so überblicke, sind das auch die gleichen Änderungen aus dem letzten Balanced Data Slate. Du darfst dieses Fire and Fate nur noch einmal verwenden. Bei Matchless Agility denke ich es darum, dass du fest 6 Zoll so einen Battle Focus Move machst. Das ist jetzt auf W6 reduziert worden und der Rest betrifft also meine Armeen sowieso nicht so. Also genau, das ist dieses Eldritch Storm Stratagem, das hatte ich auch nicht dir mal erzählt. Da kannst du also dann, das ist wie damals diese Psykraft von den Suns, die sprichst du auf eine Stelle und alles, was da so in der Nähe steht, bekommt dann irgendwie nochmal W3 Tödliche. Also wenn du auf so eine Bubble das loszauberst, dann ist das ziemlich böse, aber prinzipiell würde ich sagen, ist in Ordnung. Ich verstehe nicht, warum man Fire and Fate auf einmalige Begrenzung reduziert hat, aber so ist das. Fire and Fate ist ja das, wo man schießen und dann wieder zurück. Genau, ja, ja. Oh, das ist gut. Gut, das ist ja, auch. Es geht. Also es ist natürlich gut auf Fahrzeugen. Ja, normale Elder-Infanteristen können das sowieso jetzt. Du kannst immer nach dem Schießen W6 Zoll laufen. Ach so. Das mache ich nur meistens nicht, weil sich das überhaupt gar nicht lohnt. Mit dem Magon Ra mache ich das meistens, dass der immer so sich an so eine Ecke stellt, dann schießt der und dann rennt der nochmal um die Ecke. Meistens vergesse ich das auch zu machen. Ich würfel das und dann vergesse ich trotzdem umzustellen oder so. Okay. Na gut, bei der Death Guard hat sich auch nicht so viel getan. Da ist, glaube ich, alles gleich geblieben. War ja im letzten Balanced Data Slate schon eine coole Sache, dass die Terminatoren Objective Secured bekommen. Finde ich ganz gut, denn die Death Guard Terminatoren finde ich optisch super und die sind auch spielerisch ziemlich hart. Ja, würde ich auch sagen. Ich glaube, ich habe noch nie einen kaputt bekommen. Weiß ich gar nicht. Doch, glaube ich, einmal ist, glaube ich, einer gegangen, ja. Aber die, ja, sind die, wirklich, die sind wirklich enorm zäh. Mit Schadensreduzierung und teilweise auch 4er Retter ist das schon gut. Kann ich also gar nicht meckern. Nehme ich gerne mit. Gerade wenn man das Markerspiel eben im Hinterkopf immer behalten muss. Wobei die Boys schon sehr, sehr teuer auf einem Marker sind. Ne? Ja, ja, natürlich. Aber vielleicht nicht von vornherein davon auszugehen, dass man die auf den Marker stellt. Aber wenn sie mal da sind, wenn sie zufälligerweise mal da sind und die kämpfen auf gegen andere taktische oder andere Leute, die Objective Secured haben, hauen ein paar weg und dann würden vielleicht noch 2 übrig bleiben vom Gegner. Und wenn dann die Objective Secured haben und sind mehr, ist der Marker ja meins.
Das stimmt. Ja. Da kann man auf jeden Fall von ausgehen. Genau, und früher war es nicht so. Da, wenn du mit einer Figur oder zwei Figuren stehen geblieben bist und ich war mit einem 10er-Trupp Terminatoren, die halt nicht Objective Secured haben, dann war das trotzdem dein Marker. Und das finde ich dann ganz gut. Ja, das stimmt. Mhm. Ja, zu Tyranniden kann ich persönlich überhaupt nichts sagen. Tyranniden, ich auch nicht. Ist eh so eine Armee, die haben wir überhaupt nicht. Die würde uns ja auch quasi noch fehlen bei uns. So ist das. Das Einzige, was ich jetzt auf der Community-Seite dann halt gelesen habe, dass sich da etwas an diesen Synapsenmonstern verändert hat. Was genau, ich kann es überhaupt nicht einschätzen. Habe auch gegen Tyranniden, glaube ich, nur ein, zwei Mal gespielt mit dem neuen Codex. Ja, waren super hart, super zäh, ganz fiese Psy-Kräfte am Start. Da hätte man wahrscheinlich noch mehr nerven können. Ja, die sind doch, glaube ich, mit Erscheinen des Codex waren sie auch richtig böse. Da kam ja auch schnell Erratas und dann waren noch irgendwelche Schwarm. Habe ich gar nicht überblickt, weil wir einfach selber mit Tyranniden so wenig zu tun haben. Genau, ich auch nicht. Aber ich habe kurz nach dem Erscheinen des Erratas, nach dem Erscheinen des Codexes ja ein Spielchen gemacht. Und da hat der Kollege schon gesagt, dass die hier schwächer geworden sind. Habe ich nicht das Gefühl gehabt, die waren immer noch super, super zäh und hart und alles weggesmited und gezaubert und die waren super schnell im Nahkampf. Also unangenehme Fraktion und vor allem, wie gerade schon gesagt, eine Fraktion, die wir gar nicht in unseren eigenen Armeen unser eigen nennen können. Vielleicht ändert sich das ja nochmal. Genau, irgendwann mit Sicherheit. Dann haben wir die Space Marines. Da haben wir zwei Punkte. Einmal, den wir glücklicherweise vor dem letzten Battle Report der Salamanders dann herausfanden. Da ging es darum, dass die Salamanders jetzt so ein bisschen verbessert wurden. Das muss im letzten Balanced Starter Slate geschehen sein. Ne? Ich meine schon, ja. Ja. Und der zweite Punkt, da muss ich sagen, da kriege ich graue Haare. Da geht es schon wieder darum, da ändert man jetzt an einer Sekundärmission aus dem Warzone Nephilim wirklich irgendwas an dieser Mission. Also, boah, weiß ich nicht. Da hast du schon, da hast du schon das Grand Tournament, da hast du schon das Errata und den Balanced Data Slate. Und dann änderst du im Balanced Data Slate die Regel aus dem Buch, die alle Gefechtsoptionen oder nicht alle Gefechtsoptionen, die alle Sekundärmissionsziele aus allen Kodizes abgelöst hat. Also, Ja, jetzt musst du quasi Nephilim-Buch da liegen haben, dann musst du hier diesen Balanced Data Slate ausdrucken. Genau, jetzt ist wirklich Polen offen. Ne? Ja. Jetzt weißt du gar nichts mehr. Ja. Egal, gehen wir direkt weiter. Chaos Space Marines, da hat sich was verändert bei den Iron Warriors. Ja, betrifft uns auch nicht. Sollen sie machen, ne? Nö, tatsächlich nicht. Aber Iron Warriors standen ja auch für mich persönlich in der Auswahl für das Armeeprojekt 2022. Iron Warriors hätte es ja fast werden können und dann hätte ich mich damit beschäftigen müssen. Ist es aber nicht, deswegen überspringen wir das. Würde ich auch sagen. Ja, Tau Empire. Da hat sich auch ein bisschen was getan. Wieder mal ein paar Keywörter wurden geändert, also Core-Keywörter wurden geändert. Der Riptide, der Broadside Battlesuit hat auch Keyword Core verloren. Ja, sicherlich hat das seinen Sinn. Ich habe ja nie Glück gehabt mit dem Tau Empire. Außer einmal, glaube ich, bei dem 1000 Abonnenten Special, da habe ich ja Da hast du ja alles pulverisiert. Ja, ne? Komischerweise, aber sonst. Bellacore, Warlord Titan, Reaver Titan, alles, was ging, haben die Tau kaputt geschossen. Ne? Ja, Feuerkraft haben sie immer noch, aber ich bin da zu blöd, die zu spielen. Ich sehe da die Synergien nicht und bin auch beschränkt. Ich meine, ich habe zwar viel Tau, aber es fehlt auch viel Tau, was gut ist. Ne? Also gerade Geist. In der heutigen Edition, genau, da würde wirklich einiges noch fehlen. Ne? Aber das ist ein altes Thema. Ich kann nicht alle oder möchte auch nicht alle Armeen up to date halten. Das ist nicht bezahlbar. Nee, vor allem auch vom Zeitaufwand her. Ne? Ja. Ja, dann haben wir die Orks. Auch so eine Fraktion von dir. Aber da würde ich auch sagen, hat sich nichts getan. Ich meine, das wären die Regeln, die wir in den letzten Battle Reports schon hatten, dass sich jetzt beim Ausrufen des Varg da die Orks entsprechend verbessern, bekommen mehr Stärke, bekommen so einen Retter und sowas. Genau, das war ja schon mit dem letzten Data Slate. War ganz gut für die Orks, wenn die den Warg ausrufen. Finde ich aber auch gut, das ist wieder fluffig, ne? Wenn die dann so völlig heiß sind und der Chef peitscht die bis uns an Unendliche hoch, dass sie dann wilder, stärker und widerstandsfähiger werden. Finde ich gut, ist auch so geblieben. Hoffe ich nur beim nächsten Mal, wenn die ausgepackt werden, auf einen besseren Ork-Mosch. Und sicherlich den Gaskul nicht mehr in Auto reinpacken, haben wir auch gemerkt. Genau. Das war ein Fehler, ne? Ein Denkfehler. Also ich hab das gelesen mit dem 20er Power Level maximal in dem Teleporter. Aber irgendwie habe ich gedacht, alles, was drin ist, zählt nicht auf dieses Power Level. Okay, ja, dann aber haben wir noch die,
Ja, ne, ist anscheinend so, wird völlig richtig sein. War aber auch Mumpitz-Move, hat nichts gebracht. Lieber auf dem Spielfeld den Gasgul marschieren Genau, lassen. weil du musst ja auch auf dem Spielfeld sein, um den Wag auszurufen und solche Sachen. Ja. Wobei das hat sich ja bei manchen Fraktionen auch schon wieder geändert. Bei manchen Fraktionen dürfen ja jetzt irgendwelche Akkus auch Fähigkeiten auslösen, wenn sie in Fahrzeugen sitzen oder sowas. Also auch da kann man sich nicht mehr sicher sein. Ja. Genau, ja, aber nächste große Armee, die ich besitze, Necrons, und da ist ja auch wieder ein bisschen was passiert. In der Die Tat. die wurden ja gesegnet mit ganz viel Core-Keywörtern. Da sind aber jetzt wieder ein paar Core-Keywörter verschwunden, zumindest bei Fahrzeugen, die halt Charakterfahrzeuge sind, wie zum Beispiel der Silent King. Ach, der König, ne? Ja, der ist ja auch Vehikel und das Core-Keyword und hatte dadurch unheimlich viel profitiert von, ja, von Synergien, hat ja die Hippo-Dynastie wunderbar mit agiert, mit dem Silent King, habe ich ja permanent auch einen auf den Sack bekommen. Das fällt jetzt wohl weg. Ich bin mal gespannt, wie der Dario Stand da nächstes Mal sich was einfallen lässt, um das hier ja, auszugleichen, aber ich bin mir sicher, das wird passieren. Ansonsten finde ich die Necrons immer noch cool, gefallen mir, alter Codex, kann aber noch viel mithalten, finde ich. Denn die sind ja trotzdem noch sehr gut, auch ohne, ich sage mal, die Core-Keywörter jetzt bei den Charakterfahrzeugen. Ich finde das super, dass die Core noch behalten haben bei den Barken wahrscheinlich. Marken, genau. Bei den ganzen guten Sachen, die ich halt gerne spiele. Ja, Und das ist ja. wichtig für mein Konzept bei den Necrons. Da hat sich, also für meine persönliche Spielnote, hat sich ja nichts geändert. Ich hatte auch ehrlich gesagt nie den Eindruck, dass die Necrons sowas gebraucht hätten. Also ich fand das eher ziemlich verstörend, dass man da jetzt Core-Keywörter an solche Fahrzeuge gibt, die dann auf Zweien treffen und solche Sachen. Das fand ich schon sehr, sehr eigenartig. Ja, wenn du eine ganze Batterie von den Doomsday Arcs spielst, ist das schon, ja, da möchte man auch nicht gegen anlaufen. Nee, da kommt schon einiges bei rum, ne? Naja. Ja. Aber ich glaube, ansonsten ist das auch nichts Neues, wenn ich mich nicht Nee, täusche, ich meine ne? auch, das ist die größte Einschränkung oder der größte, ja, die größte Änderung, aber sonst glaube ich, ist auch alles relativ gleich geblieben. Ja, dann haben wir es ja fast geschafft, haben wir nur noch die Harlequins. Die Harlequins haben jetzt tatsächlich die letzte Seite bekommen und der Balanced Data Slate ist somit auch um eine ganze Seite angewachsen. Der letzte hatte 4 Seiten, der jetzige 5. Und die Harlequins haben jetzt hier wie viele Unterpunkte bekommen? 2, 4, 6 und hatten vorher 5. Das heißt, irgendwas ist neu. Aber auch bei den Harlequins können wir eigentlich gar nichts dazu sagen. Ne? Nee, daher müssten wir jetzt dieses Dash hier haben, der wird das wahrscheinlich analysieren können. Der spielt ja Harlequins, ich besitze auch keine. Es ist mir viel zu kompliziert. Vor allem die Bemalung, da möchte ich mich gar nicht rantrauen. Ja, ich weiß jetzt nicht, ob sich was geändert hat oder auch nicht. Gehen wir Ich einfach kann es mal auch davon nicht aus. sagen. Also, ich denke, meine Harlequins, das wird sicherlich wahrscheinlich noch ein halbes Jahr bis ein Jahr dauern, bis ich die mal vernünftig spielen kann. Dann, wer weiß, ob es den Balanced Data Slate da noch gibt oder ob es denn die, da kommen wir nämlich jetzt zu noch ganz kurz, die Kategorie Harlequins noch geben wird. Und dann setze ich mich damit gegebenenfalls auseinander. Und jetzt ist so eine Sache: Ist dir hier beim Imperium was aufgefallen, bei den imperialen Fraktionen? Bei allen oder einer bestimmten? Ja, allgemein. So auf den ersten Blick. Auf den ersten Blick? Nö, ich glaube nicht, oder warte? Nö, was denn? Ja, mir wäre das auch gar nicht aufgefallen. Mir ist das im Prinzip nur aufgefallen, weil ich ja zur Zeit des letzten Balanced Data Slates mit dem Doktor kurz drüber sprach. Und zwar ist das Mechanikum komplett verschwunden. Ach, jetzt, wo du sagst. Ja, wie kann das denn? Ja, das kann ich dir sagen. Das Mechanikum hat jetzt keine Balanced Data Slate Nerfs mehr. Echt? Schlechter geht's nicht, oder? Ja. Also sind sie so wie früher. Ja, Ja, wunderbar. also entweder das oder vielleicht ist jetzt im Errata irgendwas gelandet, aber die Änderung aus dem Balanced Data Slate hat man somit offiziell alle zurückgenommen. Ja, nicht schlecht. Oder haben wir einfach vergessen und es kommt nochmal ein neues? Nee, das wird schon so stimmen. Verrückt. Weil das steht also auch in dem Artikel explizit bei, dass alle Änderungen gelöscht wurden. Ja, Ja, und da schön. frage ich mich wirklich, was denkt man sich denn dabei? Also, boah.
Ja, ist doch gut für die Jungs, die das Mechanikum spielen. Also sind sie Ja, genauso natürlich, krank im Anpacken. für die ist das sicherlich gut, aber ich meine einfach für die Regeln allgemein und für den Stil, wie so Regeln geschrieben werden und die Art, wie man hier das kommuniziert und wie man hier mit uns umgeht, dafür sehe ich das einfach sehr kritisch. Dass die Mechanikum-Spieler sich jetzt die Hände reiben, na klar, die freuen sich, ne? Die Hühnchen sind wieder Chor und alle möglichen verrückten Dinge, die gehen jetzt wieder. Aber wer weiß denn jetzt schon wieder, wie ist denn das im Bennett's Data Slate dann 2023 Q1 oder Q2? Also ich finde das ehrlich gesagt ziemlich verstörend, dass man solche gravierenden Änderungen jetzt, also ich dachte gar nicht, es geht noch gravierender, aber man kann doch noch eine Schippe draufsetzen. Immer, ja. Verrückter geht immer. Verrückter geht immer, genau. Gut, ich würde sagen, die Folge war sehr lang. Lass uns nochmal kurz so ein Fazit ziehen. Wie würdest du den Data Slate jetzt so beurteilen? So ganz einfach so aus der Hüfte? Aus der Hüfte geschossen, ja. Aus der Hüfte geschossen, ehrlich, habe ich da noch nicht alles komplett durchgelesen, weil mich nicht alles interessiert. Die Sachen, die für mich relevant sind, die sich verändert haben, sind nicht ganz so gravierend. Und jetzt, wo ich weiß, dass das Mechanikum gar nicht da drin ist, ja, das Ganze sehr lächerlich. Und ja, bleibt nur abzuwarten auf den nächsten und dann eigentlich nimmt man einfach nur noch hin. Man nimmt ja nur noch hin und ja, lässt alles vor sich hin ergehen, ohne großen Widerstand. Würde ich auch so sagen. Also das schrieb auch letztens einer unserer Kommentatoren schrieb dann ja irgendwas, ob wir uns darüber geärgert hätten. Da habe ich dann auch nur geschrieben, dass wir uns da schon lange gar nicht mehr darüber ärgern über sowas. Nee. Das kann man gar nicht mehr ernst nehmen. Ne? Man nimmt das so hin, ja okay und ja und mehr nicht. Ne? Mehr geht gar nicht. Ja, ist so. Wir machen ja zum Glück teilweise unser eigenes Warhammer und das sind halt Sachen, da bin ich glücklich drüber, dass wir es genauso geregelt haben und alles andere. Fünf wir immer gerade sein lassen und der Rest ist mir doch scheißegal. Ja, ganz genau, perfekt. Das sind doch super Schlussworte, auch ein tolles Credo, fünf wir gerade sein lassen, ganz, ganz wichtig in unserem Spiel. Ich denke, das soll es gewesen sein. Wir hören uns gerne, wenn ihr mögt, nächste Woche wieder. Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr unseren Kanal abonnieren würdet, Likes da lasst oder die Glocke bimmeln lasst, was es da so alles gibt. Ihr wisst ja sicherlich Bescheid. Wir hören uns dann beim nächsten Podcast oder im nächsten Battle Report und bis dahin verbleiben wir mit einem Heiter weiter.